Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 260. Mein Name ist René und heute außerdem dabei der Herr Marvin. Hi. Und das war's dann auch schon. It feels like 2014 or something. Also irgendwie, ne, das hatten wir ja 2014, 2015 öfter. Mittlerweile sind wir es ja gewohnt, in großer Runde unterwegs zu sein. Ja, aber ja. Back to the roots. Genau. Nee, die andere Bande lässt sich entschuldigen. Frau Alex ist am Federball spielen. Der Herr Dennis muss arbeiten und der Herr Basti versucht, sich in Florida zu erholen. Das ist... Dennis am Heiligen Sonntag arbeiten, ne? Will ja. Ich nur mal sagen, für euch Katholiken oder so. Ja gut, du warst ja auch den ganzen Tag unterwegs, hast ja heute auch schon viel Stress, deswegen gehen wir heute mal ein bisschen strikter durch das Programm durch, was jetzt auch gar nicht so wenig von den einzelnen Punkten ist, aber von daher würde ich sagen, machen wir auch gar nicht lang rum und reden über dieses Spiel gegen den HSV. Ich weiß nicht, wie viel dir da noch im Gedächtnis geblieben ist. Ich musste mich die letzten zwei Tage in der Vorbereitung ganz schön anstrengen, um mir da einiges wieder in Erinnerung zu rufen, weil so wirklich spannend war das jetzt nicht. Nee, es war jetzt kein durchgängig spannendes Spiel. Ich muss sagen, hängen geblieben ist mir, dass die Defensive relativ gut agiert hat, dass wir auch wieder gesehen haben, wir können ja in der Bundesliga zumindest defensiv einmal mal mithalten. Ich muss sagen, es war ein gerechtes Unentschieden. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist, dass wir Chancen hatten. Wir hatten einige wenige Chancen. Ich würde mal sagen, drei ganz gute von einer trotzdem insgesamt sehr torschussarmen Partie. Da ist auf beiden Seiten nicht wirklich viel passiert. Aber auch einmal mehr haben wir den Killerinstinkt vermissen lassen. Da war zum Beispiel Hector einer derjenigen, die nicht das Tor getroffen haben. Ja, und dann hast du dir so ein 0-0 ja erspielt, leistungsgerecht. Also ich habe mir die Statistik nochmal angeguckt. Das war ein sehr, sehr unspannendes Spiel. Wir hatten 7 Schüsse, die gewertet worden sind und der HSV hatte 5. Ja, also quasi 12 Schüsse, die in Richtung des Tores gingen, irgendwie so über die ganzen 90 Minuten verteilt. Und die 3 Dinger, die wir hatten, waren einmal das Ding, was Regota da drüber schießt. Ja. Nach der Hereingabe von Rebic, dann war es Rebic, der das Ding irgendwie da am Kasten vorbeizieht und dann irgendwann in der 80. irgendwie Anfang der 80. war das Hector, der quasi aus 5 Metern das Ding halt einfach Adler direkt auf den Oberkörper schießt. Kannst halt nichts machen. Wir hätten noch die Chance am Ende gehabt, die nicht zu einem Torschuss gekommen ist. Boah, das hat mich geärgert. Wo ich auch gedacht habe, wie kann das denn passieren? Also das war ja aus der Situation raus wirklich in der letzten Sekunde der Nachspielzeit komplett alle Hamburger bis auf, ich glaube, 2, die an der Mittellinie standen, waren bei uns im Strafraum. Wir kommen zu einer einwandfreien Konterchance. Blum überrennt sie quasi alle und sieht in der Mitte Tawata nicht, der mitläuft, der hätte das Ding nur noch einschieben brauchen. Ja, das hat mich richtig geärgert, dass wir das Ding irgendwie da nicht gemacht haben. Aber es zeigt halt auch, wenn das so die einzigen Szenarien sind, die uns da noch im Geiste hängen geblieben sind, wie gerecht wirklich am Ende des Tages dieses 0-0 war. Es waren wirklich 2 Mannschaften, die auf Defensive konzentriert waren und darauf konzentriert waren, das Spiel des Gegners irgendwie kaputt zu machen. Du hast viel langen Hafer gesehen. Also das war halt von angesetztem Spitzenspiel war da nichts. Nein, also das Spitzenspiel war höchstens auf dem Papier oder eigentlich nur in der Ausrichtung dieses Bundesligaspiels, aber es hat zu keiner Zeit genau das wiedergegeben, was es möglicherweise versprochen hat. Muss aber sagen, wie du eben richtig angedeutet hast, mich hat es ehrlich gesagt ziemlich gefuchst, dass ein frischer Blum, der gerade erst neu reinkam, das will ich auch ehrlich gesagt, brauche ich nicht entschuldigen, weil dann musst du so eine Kontersituation, musst du einfach konsequenter ausspielen und nicht einfach ins Nirgendwo passen, wo kein Mensch richtig steht. Das war sau ärgerlich, weil da hätten wir in der letzten Minute noch das 1-0 machen können, hätten wesentlich besser nochmal in der Tabelle dastehen können. Ja. Also das ist ärgerlich. Natürlich ging es hier gegen den ambitionierten 16. Jahr. Der HSV spielt ja auch nicht wie ein typischer 16, da muss man auch sagen, auch an diesem Tag nicht. Aber trotzdem, das ist ärgerlich. Da hätten wir 3 Punkte mitholen können, aber wir dürfen eins nicht vergessen, fair wäre es nicht gewesen. Erinnern wir uns an die Szene mit Abraham, wo er, glaube ich, Kostic zu Fall bringt. Hätte auch Elfmeter gegen uns sein können. Ja, also das war so diese Situation, wo Abraham
also wo der HSV eine Konterchance hat, Abraham im Laufduell kriegt den Ball nicht vorher weg und spielt dann am Rande des 5-Meter-Raums Ball und Gegner gleichzeitig. Also das war so eine Situation, wo ich auch höchsten Respekt vor dem Schiedsrichter habe, ja, da so eine klare Entscheidung zu treffen. Der hat ja nicht mal eine Millisekunde gebraucht, um zu entscheiden, Ball gespielt. Ich habe 3 Wiederholungen gebraucht, um zu sehen, was er da jetzt wirklich gespielt hat, und es war halt Ball und ich glaube irgendwie eine Viertelsekunde danach dann der Gegenspieler. Also das war, boah, ja, da hätten wir uns aber ehrlich gesagt auch nicht beschweren dürfen, wenn es da den Elfmeter gegeben hat, aber da wäre dann auch nicht Abraham dran schuld gewesen, sondern die Entstehung war halt auch wieder im Mittelfeld, du machst die Lücken da einfach auf. Ja, muss man vielleicht aber auch sagen, für mich hatte das Spiel auch 2 sehr positive Elemente, na eigentlich sogar 3. Die Abwehr scheint sich mit Hector so langsam zu stabilisieren. Ich will ihn immer noch nicht wirklich auf dem Platz sehen. Ich finde immer noch, er spielt keinen Fußball so wirklich, aber es scheint sich jetzt irgendwie so langsam da einzurütteln. Ja. Russ von Anfang an wieder mit dabei und mit der Kapitänsbinde, also auch wieder fit. Und Fabian auch in der Startelf. Was mich da so ein bisschen gewundert hat, war, dass er ihn nicht früher ausgewechselt hat. Da hast du schon einfach gemerkt, er ist ab der 70. Minute war der einfach so dermaßen platt. Also dem hätte man da auch früher irgendwie mal ein Päuschen gönnen können, aber da waren es wahrscheinlich einfach die Alternativen, die wir nicht hatten. Sehe ich ganz genauso, aber ich denke, vielleicht müssen wir es einfach von diesem Gesichtspunkt aus sehen. Vielleicht müssen wir uns damit zufrieden geben, dass hier gegen den HSV zumindest ein Punkt geholt wurde nach längerer Zeit. Wir haben ja eine lange Durststrecke gehabt, punktemäßig, dass jetzt hier ein kleiner Aufwärtstrend erkennbar ist und der sich auch in der personellen Situation einfach zeigt, dass ja, Russ sofort wieder zurückkommt in die Startformation und hier eine Partie abliefert, die einfach nicht gewöhnlich ist. Man darf nicht einfach davon ausgehen, dass jemand, der Krebs hatte, innerhalb von einem Jahr plötzlich wieder ein normales Bundesligaspiel macht. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung. Ja. Du hast hier die Fitness von Russ gesehen, die über die Maßen hinaus eigentlich von meiner Seite aus gelobt werden müsste. Das fand ich sehr, sehr gut. Ja. Du warst konntest froh sein, dass mit Fabian auch langsam wieder dieser Motor ins Spiel zurückkehrt. Er hat noch ganz schön gestottert, aber das sind definitiv die positiven Entwicklungen. Auf der Negativseite muss ich allerdings einmal mehr Regota mir vergegenwärtigen. Das ist leider jemand, der dem Spiel der Eintracht aktuell nicht gut tut. Nee, der hat mich, also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass seitdem Alice hier war, schöne Grüße übrigens, ich da so vermehrt irgendwie drauf achte, aber der riecht mich ja nur noch auf. Also allein dieses ganze Lamentieren, was er dann da immer hat, und dann lässt er sich fallen, anstatt irgendwie weiter zu spielen, und oh, also der nervt mich momentan echt so grandios, und dann hat er eigentlich auch diese ganz klaren Chancen und die vergibt er, also oh, an dem kann ich momentan fast kein gutes Haar lassen, das ist so fürchterlich. Also er schmerzt mich aktuell auch, muss ich ehrlich sagen. Ich kann ihn nicht gut spielen sehen und er ist halt auch unglaublich auch nicht unglücklich. Gut. Nein, er ist ja auch mega unglücklich in seinen Aktionen. Es ist also seien wir doch mal realistisch, es ist einfach befremdlich, dass ein Bundesligaspieler die Chancen, die er hat, zu eklatant außen vor lässt, sich überhaupt gar nicht gut ins Spielsystem integrieren kann. Es tut mir auch leid für ihn. Es tut mir auch leid für Gotha, bei dem ich wirklich gedacht habe, dass er für diese Saison eine der ganz klaren Verstärkungen sein kann. Das ist er aktuell nicht. Er tut dem Spiel nicht gut und wahrscheinlich bleibt uns gar nichts anderes übrig, als auf mittelfristiger Basis schon wieder oder auf kurzfristiger Basis wieder auf Meier zu setzen. Das ist nicht optimal, aber das ist für die Möglichkeiten der Eintracht wahrscheinlich die einzige Chance. Herr Ragota hätte halt die Chancen gehabt, dass er eigentlich auch geschwindigkeitstechnisch schon nicht immer so ein bisschen einen Vorteil hat gegen Meier, aber den spielt er halt im Moment halt auch einfach nicht aus. Ja. Nein, es tut auch leider zu wenig, um sich anderweitig in diesem Spiel festzuhalten. Genau, und die Variante, die man ja jetzt gegen den HSV auch vermehrt gesehen hat, dass Rebic vorne wirklich irgendwie in der Spitze unterwegs war, der sagt ja selbst von sich auch, er fühlt sich da vorne, auch wenn er nominell eigentlich Stürmer ist, nicht so wirklich wohl, der ist eigentlich eher gerne auf den Außenbahnen unterwegs, das heißt, du brauchst einfach da vorne in der Mitte auch jemanden, der diese Bälle, die ein Rebic wirklich ja auch mal, wie wir ja gesehen haben, kräftig und flach und scharf da reinbringen kann, auch verwerten kann, und da ist ein Meier, glaube ich, schon einer von der Sorte, der halt einfach es geübt ist, den Fuß da reinzuhalten. Und wir wissen ja auch, dass er nicht viele Ballkontakte braucht. Also wenn dann ein Rebic über die Außenbahn einfach dafür sorgt, dass da der Kram irgendwie reingeht, dann wäre das wahrscheinlich schon eine Option.
wird halt auch spannend zu sehen, wie das dann in Zukunft mit den kommenden Spielen ist. Wir laufen ja jetzt nach dieser Länderspielpause, ich habe übrigens keine einzige Minute von diesem DFB-Kram gesehen, auf eine englische Woche zu, und dann ist ja sowieso ein bisschen die Frage, wie man dann auch mit Rotation und so weiter durchgeht. Aber bevor wir dazu kommen, fällt uns noch irgendwas ein, was wir zu diesem HSV-Spiel sagen wollen, außer dass wir glücklich sind, dass wir wenigstens mal wieder einen Punkt geholt haben? Nee, also mir fällt dazu nicht mehr ganz so viel ein. Ich würde es einfach dabei belassen, dass hier zwei Mannschaften einigermaßen akzeptabel gegeneinander gekickt haben, die aber mit dem oberen Tabellengefilden realistisch gesehen nicht viel zu tun haben aktuell. Zumindest nicht, wenn du dir die Spielweise von dem Spiel anguckst. Aber für die Eintracht ist es ein kleiner Aufwärtstrend, das will ich einfach so festhalten, denn wir müssen sehen, dass wir unsere Schäfchen wieder auf den Platz bekommen, und das ist jetzt nach und nach der Fall. Das halte ich fest und bin zufrieden, dass wir das Ding nicht verloren haben. Genau, dann gibt es ein paar aktuelle Dinge, die ganz interessant sind, auch für die kommenden Spiele, die da kommen. Hasebe werden wir in dieser Saison wohl nicht mehr sehen. Oder definitiv nicht mehr sehen. Das hat sich jetzt herausgestellt, er muss jetzt operiert werden, und das ist alles etwas langwieriger. Das ist halt auch wieder so ein bisschen ärgerlich. Auf der einen Seite war es eine grandiose Rettungstat von ihm da, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ob wir jetzt 3-0 oder 4-0 verloren hätten mit den Konsequenzen, die am Ende jetzt dabei rausgekommen sind, ist es dann halt auch eher zweitrangig. Gut, konnte er natürlich auch in der Situation einfach nicht abschätzen. Ist auch nur so eine Reaktionsentscheidung innerhalb von ein paar Millisekunden. Ist halt bitter jetzt, da er ja doch einfach eine wichtige Stütze in der Abwehr und auch für den Aufbau aus dem Mittelfeld heraus für uns war. Ja, also ich meine, wir brauchen gar nicht darüber zu reden. Ein Ausfall von Hasebe in der aktuell angespannten Lage, in der wir uns befinden, gerade wenn wir auf das defensive Mittelfeld und die Verteidigung blicken, ist natürlich fast ein potenzieller Genickbrecher für die Eintracht. Ich kann das leider gar nicht anders sagen. Das ist ein weiteres Mal sehr, sehr schmerzhaft, und das wird uns ganz schön zurückwerfen. Ja, definitiv. Für mich ist das in Kombination mit der Tatsache, dass wir im Winter, ich will nicht sagen verpasst, ich glaube, man ist offenen Auges oder sehenden Auges in diese Situation gegangen. Also ich will nicht schon wieder damit anfangen, aber wir haben gesehen, dass im defensiven Mittelfeld ein gewisser Bedarf herrscht. Da war man nicht gewillt, ihn zu stopfen, und gleichzeitig hat man dann noch mit Huschte jemanden verkauft, der diese Position ja besetzt, auch wenn er ebenfalls verletzt war und das keine optimale Alternative war, und jetzt hast du plötzlich immer weniger Leute, die hier zur Verfügung stehen. Das wird sich zwangsläufig im Tabellenbild niederschlagen. Ja, das stimmt. Ich weigere mich so ein bisschen immer, diesem Huschti-Ding danach zu weinen. Natürlich war es bitter, aber auf der anderen Seite waren die Gründe auch durchaus nachvollziehbar. Was mich halt mehr ärgert, ist das, und das haben wir ja relativ früh schon gesagt, schon vor der Winterpause, dass man einfach gesehen hat, dass eben auf dieser Position wir einen eklatanten Mangel haben, weil wir sehr, sehr dünn besetzt sind. Und wir alle wissen, dass wenn du auch gerade mit diesem körperlichen Spiel, was wir ja von Anfang an hatten, und mit diesem Einsatz, das einfach auch sehr stark irgendwann auf die Kondition oder auch auf die Körper geht, und dass du einfach da einen Ersatz brauchst, und dass man darauf nicht reagiert hat in irgendeiner Art und Weise. Das ist der Punkt, der mich viel mehr ärgert, als selbstständig zu sagen, wir hätten Huschti nicht verkaufen dürfen. Natürlich hätten wir es in der Situation nicht wirklich tun sollen, aber die Gründe sind für mich auch durchaus nachvollziehbar. Ja, das ist richtig. Ich stimme dir vollkommen zu. Wir haben auch vieles davon ja schon in den vorangehenden Folgen diskutiert. Insofern haben wir hier ein klares Bild gezeichnet, was diese Aktion verständlich macht. Aber für mich ist es dann gleichbedeutend einfach damit, ich bin davon ausgegangen, dass ich hier nichts mehr tue. Und das heißt, ich finde mich aber auch in einer gewissen Art und Weise mit den Konsequenzen an. Das heißt, man muss dann so sagen, dass es vielleicht einfach in Ordnung ist, wenn die Eintracht dann vielleicht nur 13. wird. Das ist das, was ich daraus schließe. Das ist das, was ich daraus schließe, dass die Eintracht dann sagt, okay, dann werden wir lieber 13., als wenn wir jetzt für viel Geld jemanden holen. Ja, das ist in der Tat richtig. Also man muss halt auch dazu sagen, was war denn, also wenn man sich halt ganz am Anfang anguckt, was war denn das Ziel für die Saison oder wo wollte man hin, dass man gesagt hat, okay, unser Ziel sind die 40 Punkte. Wenn das halt nach wie vor das Ziel ist,
dann ist es okay, wenn du 13. wirst. Das ist natürlich über den Saisonverlauf hinweg, kriegt es halt so ein bisschen einen faden Beigeschmack, weil halt einfach mehr drin gewesen wäre. Und was du aus meiner Sicht auch mit den Ambitionen oder mit den Hoffnungen, die du da jetzt geweckt hast, auch für die zukünftige Planung durchaus wichtig ist. Wenn du dir jetzt die ganzen Geschichten anguckst, die da auch jetzt sind mit einem Radetzky, wo es um das Thema Transfer, Vertragsverlängerung und so weiter geht, langfristige Planung. Man will natürlich irgendwie so den über den Zaun quasi schon Europa sehen kannst, ja. Man dich dann aber erstmal von dem Zaun nochmal irgendwie wieder wegzieht, so als spielendes Kind und sagt von wegen, nee, mit denen da drüben wollen wir nichts zu tun haben. Dann kriegt das Ding halt schon so einen faden Beigeschmack. Also von daher. Ja, mich trifft's auch. Also hätte mir das vor der Saison jemand gesagt hier, unterschreib dieses Papier, die Eintracht wird am Saisonende 13. und dann ist die Sache gegessen, hätte ich das unterschrieben. Hätte ich gesagt, na klar, warum denn nicht? Dann habe ich keine Abstiegssorgen, ich brauche mich mal ein Jahr nicht damit rumkämpfen, dass wir am existenziellen Ende schweben. Wäre für mich okay gewesen. Aber jetzt natürlich, nachdem du, wie du das schön illustriert hast, schon so kurz davor warst, hier etwas Positives zu erleben, was sich wahrscheinlich mit dem Europacup irgendwie aus, ja, wie soll ich sagen, ja, endet, dann ist es natürlich ärgerlich. Das ist halt einfach so. Und ich weiß auch nicht, ich weiß aktuell nicht, wie ich damit umgehen soll. Denn ich höre natürlich auch relativ viele sehr kritische Stimmen, die sagen, ja, wenn wir jetzt irgendwie Zehnte oder noch schlechter werden, dann ist das eine Enttäuschung. Ja. Ich kann mich noch nicht dazu durchringen, das so zu sehen, kann die Leute aber verstehen, die diese Gedankengänge haben. Ja. Ist schwierig für mich. Es ist einfach schwierig. Und es ist natürlich auch ärgerlich, denn gehen wir doch auf das Interview, was Frankenbach zuletzt mit der FNP hatte. Da hat er gesagt, natürlich wäre es vorteilhaft. Natürlich wäre es vorteilhaft, wenn wir in der nächsten Saison wieder europäisch spielen. Allein, weil wir dann uns dauerhaft in diesem Geldtopf halten, allein für aber auch natürlich auch persönlicher Hinsicht für unsere Fans. Das ist halt etwas, was motiviert. Aber ehrlich gesagt sehe ich die letzten paar Prozent nicht. Die sehe ich weder im Kader, vielleicht gibt der Kader das aktuell gar nicht her, aber die habe ich auch nicht auf Vereinsebene gesehen, dass ich das Gefühl hatte, dass jetzt alles dafür getan wird, dass wir international starten. Das ja, nicht, bestimmt nicht. Das war in der Winterpause nicht das Gefühl, was mir vermittelt wurde. Nee, also man hat weder es in dieser Form in irgendeiner Art und Weise kommuniziert, was man hätte vielleicht tun können, zu sagen, okay, wir schrauben unsere Ambitionen jetzt einfach ein bisschen nach oben, um damit auch den Druck zu erhöhen. Noch hat man im Zuge der Verpflichtungen, die man hätte tätigen können oder tätigen müssen, irgendwie ein Signal in diese Richtung gesetzt. Genau, ja. Das ist der Punkt. Und dann stehen wir halt da, wo wir aktuell, ja, jetzt ja noch relativ gut stehen. Also ich meine, wir haben ja momentan immer nur noch die Möglichkeit, noch alle Möglichkeiten auf verschiedenen Wegen sogar die europäischen Plätze zu erreichen. Sei es jetzt natürlich durch den geringen Punktabstand in der Tabelle oder natürlich auch grandios immer noch DFB-Pokal. Also es ist ja noch lange nicht alles, die Messe ist ja noch nicht gelesen. Ja, das ist richtig. Ich meine, wir haben jetzt einen Punkt gerade auf Köln Abstand und wir können im DFB-Pokal auch die Gladbacher noch irgendwie besiegen, wobei wir dann im Finale wahrscheinlich wieder die Bayern haben. Ach, das ist halt auch so mega unspannend, ja, so unspektakulär. Ich würde viel lieber gegen, was weiß ich, ein geiles Union Berlin spielen, die momentan eine richtig geile Rückrunde in der zweiten Liga spielen. Das ist ja nur illusorisch, aber ich hätte ganz gern so was Emotionales, ne, oder auch HSV. Das wäre doch mal geil, Eintracht HSV in Berlin um DFB-Pokal. Das wäre doch super. Aber anstatt deswegen haben wir natürlich wieder immer die Bayern. Naja, was soll man sagen? Ja, ich weiß, es könnte auch der BVB werden. Okay, vielleicht, aber ja, irgendwie. Aber hast schon recht. Also da könnte man sich andere Spielekonstellationen ausdenken, die wesentlich emotionaler sind und wesentlich mehr versprechen. Nach dem vergangenen Spiel gegen den HSV weiß ich nicht, ob das so mein präferiertes Spiel wäre, was ich da sehen würde, ob das dann auch einfach so ein elendig langweiliges Ding wird, aber es wäre auf jeden Fall mehr Emotionen drin. Ja. Immerhin müssten Tore fallen. Irgendwann. Jetzt ist, der HSV hat es ja auch geschafft, einfach nur mit Unentschieden die Relegation zu schaffen. Also die schaffen auch noch das Unmögliche und gewinnen mit einem Unentschieden den DFB-Pokal. Ja, deswegen. Also, was soll ich sagen? Es ist ja noch alles möglich, aber man glaubt halt nicht daran, denn wenn wir uns die letzten Spiele der Eintracht einfach anschauen, dann sind wir gefühlter 12. aktuell. Also so gefühlt bin ich 12. und nicht 7. So ist es einfach. Das ist richtig. Frage ich mich gerade, wie wir weitermachen, bevor wir nochmal vielleicht näher auf einen Punkt aus diesem Frankenbach-Interview umgehen, vielleicht nochmal
kurz zurück zu dem Thema Position des Sechsers. Mhm. Hasebe fällt aus. In dieser Saison wird sich da nichts mehr tun. Die Frage ist, wie sich das für die nächste Saison tut. Und da waren ja in der letzten Woche auch zwei Gerüchte, die immer mal wieder aufgetaucht sind. Das eine ist André Almeida, was ich für ganz große Nebelkerze irgendwie halte, weil warum sollte er zu uns? B, können wir uns den wahrscheinlich nie im Leben leisten. Und der zweite, der immer wieder ja auftaucht und in sich ins Gespräch bringt oder ins Gespräch gebracht wird, ist Pirmin Schwegler, wo ich mir mit mir persönlich noch nicht im Klaren bin, ob ich das für sinnvoll halte oder nicht. In der Winterpause hätte ich gesagt, ja, gerne, kennt den Verein, kennt die Umgebung, kennt die Spieler, war mal ein guter Spieler. Ich muss zugeben, ich habe ihn jetzt in der Vergangenheit nicht sehr viel verfolgt. Zum Ende der Saison würde ich momentan, oder mit Blick auf die kommende Saison, würde ich momentan sagen, wenn wir an unseren Ambitionen vielleicht nicht nur immer 12. oder 13. zu werden, sondern auch irgendwie weiter oben festhalten wollen und uns entwickeln wollen, halte ich ihn auch als Backup für nicht wirklich geeignet. Aber wie siehst du das denn? Also Schwegler ist ja eine Personalie, die ich in der Vergangenheit schon öfter hier angesprochen habe, wo ich durchaus mit dem Gedanken gespielt habe, gerade im Winter. Da habe ich gesagt, hier, der ist ja momentan nicht so wohl gelitten, beziehungsweise der kommt gut klar mit allen Spielern in Hoffenheim und das ist ja gar nicht das Problem, aber er spielt einfach zu wenig. Da hätte ich das ganz gut gefunden. Im Winter hätte ich mich sehr, sehr schnell mit dem Gedanken anfreunden können. Aktuell rücke ich denn jedoch immer weiter von diesem Gedanken weg. Denn natürlich verfestigt aktuell einfach dieser Gedanke, dass er nur zurückkommt, weil er woanders nicht mehr spielt. Das wäre natürlich im Winter schon so gewesen. Aber was brauchen wir jetzt, wenn wir das Feld komplett neu aufrollen, wahrscheinlich wieder mit mehreren Positionen neu umgehen müssen? Bringt es dann so viel zu sagen, wir holen jetzt einen 30-jährigen, verletzungsanfälligen Spieler zurück und setzen auf ihn? Weiß ich nicht. Will ich, glaube ich, nicht. Im Winter hätte ich es genommen, allein um Sicherheit zu haben. Ja. Im Winter war die Situation eine andere, dann hätte er uns relativ schnell helfen können. Aber was brauche ich denn jetzt, so einen Spieler, wenn ich das Feld neu aufrollen muss, wenn ich neue Spieler brauche, wenn ich eine andere Art der Integration wiederherstellen muss? Natürlich kann er auch davon Vorteil sein, allein mit seiner Mehrsprachigkeit. Aber ehrlich gesagt, sind wir der einzige Verein, der immer noch an solchen alten Tröten rummacht. Nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Dann müssen wir neue Optionen sichten. Er hätte auch gar nicht hier weggehen müssen. Ich weiß, da ist viel Schlechtes gelaufen, auch von Bruchhagen Seite und so, was dazu geführt hat, dass Schwegler überhaupt wegging. Ja, keine Ahnung. Im Winter ja, jetzt nicht mehr. Okay. Wie siehst du die ganze Gerüchtelage um das Thema Almeida? Ich sehe das wertneutral und illusorisch, um das mal so zu sagen. Denn das sind für mich Summen, die aktuell gehandelt werden, intellektuell in Einklang zu bringen sind mit dem, was ich im Winter gesehen habe. Denn wie wir mit den Verkaufen irgendwie 6 Millionen für einen Spieler jetzt auf den Tisch zu legen, wenn man es im Winter nicht geschafft hat, irgendwie für 3 Millionen Leute zu holen, die dann die Mannschaft verstärken, das will mir aktuell nicht in den Kopf. Ich sehe hier eine Schere und ich glaube, dass wir uns viel eher wieder mit Leihspielern rumschlagen werden, und das meine ich gar nicht negativ, das ist durchaus positiv gemeint, wir haben ja einige richtig tolle Leihspieler. Das ist aktuell das, was ich viel eher sehe. Es kann sich eventuell etwas entwickeln, wenn Mascarell, über den wir auch gleich noch sprechen werden, für viel Geld über die Ladentheke geht, aber solange sich da nichts tut, halte ich das Gerücht für illusorisch. Aber geht denn Mascarell für viel Geld über die Ladentheke? Haben wir da nicht eine festgeschriebene Ablöse im Vertrag? Ja, ich glaube, es sind 8 Millionen. Und 8 Millionen ist natürlich schon ein Betrag. Sind das 8 Millionen? Ich habe 5 im Kopf. Ja, wir werden gleich nochmal drüber sprechen. Ich werde mal eben nachschauen. Aber ich habe immer die 8 Millionen im Kopf. Und wahrscheinlich sind es weniger. Denn mit Sicherheit sind es weniger. Es sind wahrscheinlich mit Sicherheit weniger, sondern es dürften wahrscheinlich 4 sein. Lass mich das nochmal gerade nachgucken. Ja, 4 oder 5. Wir können ja mal gucken, was wer von uns schneller ist, ob wir was finden oder ob die Damen und Herren in unserem Chat da... Also Oma, das Problem ist, ich rede immer so viel von diesen Summen und bin dann unsicher, wie hoch dann die Summe genau ist, denn immer sage ich, naja gut, wenn die für 4 Millionen jemanden, jetzt muss ich gerade nachgucken, jetzt weiß ich es nicht, also das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd.
Kann ich jetzt aktuell nicht genau sagen. Also ich meine, es wären 4 oder 5 Millionen, die ich ja irgendwo mal in Erinnerung hatte. Hatten wir es nicht auch in der letzten Folge mit Alice da schon mal durchgesprochen, wo wir, glaube ich, auch gesagt hatten, es waren 5 Millionen. Also es war auf jeden Fall keine wirklich hohe Summe, die wir da hatten. Aber selbst 4, 5 Millionen wären schon eine hohe Summe. Ich glaube, aber da wiederholen wir uns. Ich glaube, genau diese Thematik haben wir ja schon ausdifferenziert einfach schon angegangen. Ja, dann hast du halt nach wie vor die Situation, dass der Markt halt einfach durch die ganzen Chinesen, Japaner, Engländer, die halt einfach unwahrscheinlich viel Geld in diesen Markt reinbuttern, halt auch einfach so kaputt sind, dass du ja die ungeliebten Spieler, die du sonst irgendwie für 1 Million gekriegt hättest oder noch weniger, dass die dich halt einfach jetzt irgendwie 3,5 bis 4 kosten, weil halt einfach die Preise generell so immens angestiegen sind, dass du halt, wenn du wirklich 4, 5 Millionen für einen Mascarell kriegst, du dir halt auch irgendwie keinen größeren Blumenstrauß davon leisten kannst. Das ist also ein bisschen meine Befürchtung, die ich einfach da habe, dass wir mit einer festgeschriebenen Ablösesumme, wenn wir sie jetzt nicht nochmal irgendwie ganz clever nachverhandeln, da uns halt auch irgendwie wieder so ein bisschen in die Nesseln setzen, dafür einen guten Spieler verlieren und halt auch wieder nur irgendwas von Rudis Resterampe dann am Ende bekommen können. Aber das ist leider das Leben der Eintracht aktuell. Ich denke, so müssen wir leben. Es ist ja nicht anders möglich. Wir müssen halt sehen, dass wir uns nicht gerade im teuren Supermarkt, im Check-in-Center vom Edeka im Frankfurter Ostend bedienen, sondern vielleicht mal abends bei Alnatura anfragen, ob die noch ein paar Brötchen übrig haben, die noch einigermaßen gut sind. Das ist halt die einzige Option, die wir haben. Und jetzt, wenn wir dafür 50% Discount bekommen und dann immer noch was zwischen die Kiemen bekommen, dann müssen wir das leider aktuell so mitnehmen. Es geht nicht anders. Und es ist halt einfach dieses weiter vorantragende Fußballgeschäft, das sich immer weiter ausschert, so ist es halt. Aber damit müssen wir umgehen, da bringt auch das Gejammer nichts. Ich denke, für die Eintracht wäre es trotzdem von Vorteil. Stellen wir vor, wir hätten Mascarell jetzt für diese geringe Ablösesumme gekauft. Ich glaube, es waren 1 oder 2 Millionen und wir werden trotzdem das Doppelte oder das Dreifache davon bekommen, dann ist es doch trotzdem ein Vorteil. Und dann müssen wir sagen, hey, wir haben es wenigstens geschafft, innerhalb einer Saison einen Spieler so weit weiterzuentwickeln, dass wir ihn teurer verkauft haben. Dann ist das eine gute Sache. Und dann müssen wir immer weiter damit arbeiten. Dann können wir auch sagen, ja, aber wir haben Spieler besser gemacht. Wir haben einen Spieler, der gar nicht auf dieser Liste der guten Vereine war, haben wir zu einer Liste der noch besseren Spieler, der noch besseren Vereine einfach verholfen. Vielleicht ist das die einzige Option. Ja, das ist richtig. Also klar, wenn wir den Punkt sehen, dann haben wir da auf jeden Fall alles richtig gemacht. Mit Blick auf mögliche Weiterentwicklung ist es natürlich dann ein bisschen schwieriger. Ist es immer, aber das ist halt, das ist momentan unser Los. Ja. Ich will noch mal ganz kurz darauf zurückgehen, wir haben ja über Almeida gesprochen, da hat der Sasch eben in unserem Chat gemeint, also dass der ja gar keine große Rolle bei Benfica spielt, vielleicht würde sich hier was ergeben, wesentlich kostengünstiger als der eigentliche Marktwert von ihm momentan ist. Wenn sich da eine Chance ergibt und er quasi vielleicht nur, ich gehe davon aus, dass sich vielleicht in der Sache mit Laie was tut, kann ich mir das vorstellen. Aber wenn wir ihn vielleicht für 3 Millionen bekommen und trotzdem wissen, dass er Qualitäten hat, dann wird sich das lohnen. Du musst natürlich auch in eine gewisse Vorleistung gehen. Also wenn sich dahingehend finanziell für uns was Attraktives tut, ist es nicht ganz unrealistisch, wenn der Spieler dazu überhaupt die Lust hat. Aber der würde die Lust dazu haben, wenn wir uns halt besser positionieren. Ja, da steht es und fällt es halt wieder damit. Ich meine, Laie wäre, denke ich, auch noch so eine Option, dass man sagen könnte, okay, wenn er da wenig Einsatzzeit bekommt und man halt nicht direkt irgendwie mit einem Kauf da um die Ecke kommt, aber vielleicht ist es eben dann eine Option, einfach nochmal einen qualitativ hochwertigen Spieler oder einen Spieler mit qualitativen Veranlagungen zu leihen, was man dann halt einfach darüber irgendwie in den Ring werfen kann. Das kann ja dann auch nochmal so eine Variante sein. Aber ich bin da, wie gesagt, nicht grundsätzlich negativ. Wir müssen einfach sehen, dass wir im Hier und Jetzt noch so viele Punkte wie möglich holen, dass wir uns besser in der Tabelle positionieren. Und wenn wir gleichzeitig dann auch 1, 2 Spiele einfach besser gemacht haben, wir wirklich dauerhaft besser gemacht haben, dann ist das schon eine Werbung, mit der wir offensiv umgehen müssen in den Transfergesprächen. Und dann kann sich auch was tun. Du hast jetzt schon das Positivbeispiel Vallejo, du wirst das Positivbeispiel Mascarell haben, es kann gar nicht mehr so viel Scheiße passieren, dass das als Negativbeispiel gewählt werden kann. Insofern, das sind schon dann so 2 Dinge und vielleicht kommt noch einer dazu. Gacinovic hat ja auch eine positive Entwicklung, der hat gegen Hamburg wieder besser gespielt, hat jetzt eine sehr erfreuliche Entwicklung in der Nationalmannschaft gemacht, hat gleich seinen
erstes Tor gemacht. Ist doch super. Auch das sind Faktoren, die der Eintracht momentan zum Vorteil gereichen. Und die müssen offensiv beworben werden, muss gesagt werden, ja Leute, wir haben eine bunte Mannschaft mit vielen unterschiedlichen Spielern, aber wir schaffen es, diese Leute besser zu machen. Hm. Doch geil. Ja, das stimmt. Und vielleicht können wir ja gerade, was das Finanzielle angeht, da doch noch ein bisschen was tun. Frankenbach hat in dem Interview ja auch gesagt, dass er darauf hofft, dass wir im TV-Ranking nochmal nach oben gehen. Dafür müssten wir mindestens 6 Plätze vor Augsburg landen in der Endtabelle und höchstens einen Platz hinter Köln. Und Köln ist ja eine der Mannschaften, die wir, und damit können wir jetzt in die englische Woche überleiten, in der kommenden Woche vor der Brust haben. Wir fangen an am Samstag gegen Gladbach, dann am Dienstag gegen Köln und dann am Freitag gegen Bremen. Das wird eine sehr spannende und vor allen Dingen auch sehr richtungsweisende Woche, wo es dann für uns dahin geht. Fangen wir doch vielleicht an mit dem Thema Gladbach. Wir spielen zu Hause gegen Gladbach 18:30 und für mich die spannendste Frage ist, wie wir aufstellungstechnisch da unterwegs sind. Wie wir schon festgestellt haben, Gacinovic scheint sich da jetzt irgendwie so ein bisschen gefangen zu haben. Regota ist nach wie vor eigentlich in Ausfall und bräuchte mal irgendwie ein bisschen eine Pause. Ein Fabian ist wieder da, ein Russ ist wieder da, ein Hasebe kommt nicht mehr. Also ich glaube, die Mannschaft stellt sich da so ein Stück weit von alleine auf, oder? Ja, muss man sagen. Also ich würde auch sonst gar nicht mehr viel tun. Du hast eben schon die Position richtig angesprochen, was mich irgendwie auch sehr traurig macht, ist die Tatsache, dass mit Varela ja schon wieder ein Spieler verletzt ist, der jetzt auch über einen längeren Zeitraum wieder ausfällt. Mhm. Da hatte ich das Gefühl, dass er sich gerade ein bisschen an diese Mannschaft rankämpft, auch ja relativ früh eingesetzt wurde. Jetzt ist er wieder ausgefallen. Wer weiß, ob er in der Saison uns überhaupt noch mal verstärken kann. Also das ist sehr, sehr bitter mit Varela. Das ist eine der, ja, wie soll ich sagen, enttäuschten Erwartungen meinerseits, die aufgrund von Ausfällen, die er gar nicht beeinflussen konnte, einfach dazu gereichen, dass ich irgendwie ein bisschen enttäuscht bin. Aber gut, wir müssen damit umgehen. Du hast die Leute schon angesprochen. Für mich ist ganz klar, dass Regota jetzt die Zeit nutzen muss, um sich von der Bank aus wieder irgendwie heranzuspielen. Ich würde ihn fürs nächste Spiel definitiv nicht spielen lassen. Wir spielen hier ja eigentlich unter realen, ja, wie soll ich sagen, Wettkampfbedingungen unser DFB-Pokal-Halbfinale vor, ja, mehr oder weniger, auch wenn diesmal dann natürlich zu Hause ist, zu bester Zeit um 18.30 Uhr an einem Samstag, ich würde sagen, gehen wir mit Meier. Das wäre quasi die Änderung, die du machen würdest. Ja. Ragota raus, dafür Meier rein. Rein. Ansonsten würde ich gar nichts verändern. Ja, wäre jetzt auch so mein Ansatz gewesen. Mhm. Ich würde vielleicht von der Aufstellung her nicht, aber von der Ausrichtung her jetzt gegen den HSV war Gacinovic ja eher so ein bisschen hinten unterwegs. Ja. Ich würde ihn und Rebic vielleicht eher nach vorne und auf die Außen ziehen, sodass du halt einfach zwei Flügelspieler hast, die in Meier dann einfach auch mit Bällen und auch gerne mal mit höheren Bällen versorgen können, weil wir haben ja dann einen Spieler, der sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Fuß, wenn er dann mal in eine gefährliche Situation kommt, da durchaus was machen kann. Und was würdest du dann mit Otschipka und Chandler, würdest du die beiden unterstützen für Mascarell weiter hinten positionieren? Ich glaube, ich würde die gegen Gladbach in der Tat vielleicht mal nicht ganz so offensiv da einfach spielen lassen, sondern dann vielleicht eher so bis zur Mittellinie und dann wieder ein bisschen zurück, um einfach die Defensive zu stabilisieren, weil ich schon auch denke, dass Gladbach gerade auch über Konter, wenn wir da wieder mit einer Dreierkette hinten in der Offensive, dass wir halt einfach zu große Lücken haben. Die haben schnelle Spieler. Da hätte ich so ein bisschen Bedenken. Also ich würde die vielleicht dann eher so ein bisschen defensiver einstellen und dafür halt vielleicht eher versuchen, mit einem Gacinovic, der mal ins Dribbling geht, oder mit einem Rebic, der einfach auch körperlich in der Lage ist, sich da durchzusetzen, die einfach über die Außen da zu schicken. Ja, finde ich gut. Also von mir aus sehr gerne. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Option, die wir mal ausprobieren sollten, und dann schauen wir mal. Ich denke, wir müssen auch gar nicht so viel verändern. Die Mannschaft war nicht desolat gegen Hamburg. Sie versucht langsam wieder den einen Fuß vor den anderen zu setzen. Das wird eine schwierige Weiterentwicklung, aber wir sind ja in einer relativ guten Ausgangslage, und ich denke, wieder zu Hause gegen Gladbach
zu einer ähnlichen Zeit lustigerweise wie gegen Hamburg. Mindestens ein Unentschieden könnte auch hier drin sein. Ich hoffe mehr. Wir dürfen halt Gladbach nicht außer Acht lassen. Die sind sehr gestärkt zurückgekommen nach dem Trainerwechsel. Und die haben auch gegen die Bayern gut ausgesehen. Hier greifen viele Rädchen wieder ineinander. Es war ja eh klar. Die Mannschaft ist ja wesentlich, wesentlich besser, als man davor oder in der Hinrunde sehen konnte. War klar, ne? Und dann kommt halt mit Dieter Hecking jemand, der nur so ein paar Stellschrauben verändert, der den Jungs wieder mehr Motivation gibt und plötzlich läuft's. Und das ist natürlich eine gute Entwicklung, der müssen wir uns stellen. Wir müssen aufpassen, dass halt ein Raphael nicht zu seiner vollendeten Entfaltung kommt, auch ein Hahn. Aber das sind natürlich, bei Gladbach sind es viele Leute und du kannst nicht alle decken, aber wenn wir eine gute, stabile Defensive haben, wie wir es gegen den HSV bewiesen haben, dann ist hier zumindest ein Punkt auf jeden Fall möglich. Und immer warne ich vor diesem gefährlichen Dahoud. Wer weiß, ob er gegen uns spielt, aber eingewechselt wird er auf alle Fälle. Der kann uns das hier ganz schnell fertig machen. Der fiel mir auch gerade ein, gerade auch die Fernschüsse, die der da durchaus auch drauf hat, da muss man halt auch so ein bisschen aufpassen. Ich weiß gar nicht, wie ist das mit Stindl? Ist der ist verletzt aktuell, gell? Ja, der ist zum Glück verletzt, ja. Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber ja, der wäre halt auch so einer der Spieler, um den ich mir da so ein bisschen Sorgen machen würde, wenn er fit ist. Ja, aber wir reden halt von so vielen Spielern. Ich meine, Gladbach hat das Potenzial. Wenn du dir von der Spieler, allein vom Kader das anguckst, dann sind die ganz klar die bessere Mannschaft. Wir haben es durchaus drauf, wenn wir mit einer stabilen Defensive da reingehen. Und es ist ja nicht so, dass wir uns nicht die Chancen auch irgendwie erarbeiten würden. Die waren ja durchaus auch in den vergangenen Spielen da. Wir haben sie halt einfach nur nicht genutzt. Sondern wenn wir dann wirklich vielleicht einfach die Chance haben, mit einem Meier, der da vorne drin steht, auch diesen Knoten irgendwie zum Platzen zu bringen. Und es ist 18:30 Uhr, es ist zu Hause. Das Stadion wird einfach voll sein. Das Wetter zeichnet sich ja ab, dass es auch irgendwie so ein bisschen, wofern man das jetzt so früh überhaupt sagen kann, mitspielt, dann wird da schon ordentlich Stimmung im Laden sein. Also von ich daher. Ich bin provokant und sage, du hast jetzt kein Spiel mehr, was du verlieren musst. Und das ist doch gut so. Ja. Und deswegen sollten wir auch daran gehen, die Eintracht ist doch eine Mannschaft, die ohne den größten Druck spielen kann. Wir haben 36 Punkte, der Abstieg ist, will ich mal sagen, zu 98% abgewendet. Da wird sich so nach ganz unten nichts mehr verändern und die Eintracht muss es als lockere Chance betrachten, doch noch mehr zu erreichen. Mit der Aggressivität, die du in der Hinrunde gezeigt hast und dann ist was möglich und Gladbach, ich habe jetzt sehr positiv über die gesprochen, aber die haben gerade in der Defensive auch so ein paar Ansätze, wo du reinstechen kannst und die fürchten alle immer noch El Meyer, den fürchten die noch und warum sollten wir das nicht ausnutzen? Ja, das stimmt. Also von daher wäre da unsere Prämisse oder unsere Vorstellung gar nicht viel ändern, gönnt dem Regota eine Pause, bringt dafür einen Meier vielleicht nicht ganz so offensiv mit den äußeren Abwehrspielern, aber ansonsten rechnen wir uns da eigentlich ein bisschen was aus. Ja. Bevor wir zu den Tipps kommen, lass uns dann auch direkt das nächste Spiel mitmachen, weil wir sind nächste Woche auch wieder terminlich so ein bisschen schwierig. Beziehungsweise dadurch, dass das alles so eng liegt, spielen wir dann quasi gegen den nächsten aus der Region, nämlich den ersten FC Köln am Dienstag drauf. Yes. Und wie wir ja gerade eben gelernt haben aus dem Interview mit Frankenbach, dürfen wir maximal einen Platz hinter Köln sein, was, wenn wir aktuell auf die Tabelle gucken, ja auch ziemlich gut hinkommt. Köln wird dann schon eher so ein bisschen interessanteres Spiel, weil die natürlich auch so ganz klar in unserer Platzierungsliga da so ein bisschen spielen, die jetzt auch so ein bisschen Pech hatten. Ein Horn ist wieder da, der lässt dann halt auch mal diesen Ball da fallen im letzten Spiel. Dafür haben die auf der anderen Seite einen Modest vorne im Sturm, der ja irgendwie eine unmögliche Bude nach der nächsten macht. Der Modest ist halt wieder ein absolutes Tier aktuell. Das hat auch das Spiel gegen die Hertha gezeigt, wo er allein 3 Tore geschossen hat. Was für Dinger zum Teil. Also was soll ich sagen? Die Kölner haben es rechtzeitig wieder zurück auf den Track geschafft, der sie vielleicht nach Europa bringt. Das war natürlich jetzt ein deutliches Ausrufezeichen gegen den direkten Konkurrenten wie die Hertha, aber auch hier
ich fahre nach Köln, ich gucke mir das an mit ein paar Kollegen. Ich bin an dem Dienstag beim FC im Stadion und will keine Niederlage der Eintracht sehen. Und ich will auf jeden Fall sehen, wir waren in der letzten Saison da, du erinnerst dich hoffentlich schmerzlich. Ungern. Das war ja ein fürchterliches Spiel mit einem fürchterlichen Wetter und einem fürchterlichen Ergebnis. Ich hoffe sehr, dass die Eintracht sich eines Besseren besinnt und auch hier nicht punktlos den Rhein hinunterschippert. Da muss man auch dazu sagen, das war in der letzten Saison war das die gerechte Rache für das Freakspiel im Hinspiel, was wir da hingelegt haben. Also von daher hat sich dann unterm Strich wieder ausgeglichen, aber es war eine sehr schmerzliche Erinnerung, das stimmt schon. Was denkst du, wird da durchrotiert oder gehen wir in beide Spiele mit derselben Aufstellung, weil da liegt ja jetzt nicht viel Luft dazwischen. Ist schwierig zu sagen. Also die Frage ist halt, inwiefern Meier, wenn wir das so sagen, oder wenn es so läuft, wie wir es gesagt haben, inwiefern Meier sich in dem Spiel wieder festgefahren hat. Ich würde per se jetzt sagen, wenn alle fit sind, würde ich es immer so weitertragen. Ne? Auch ein Fabian braucht die Zeit, wieder richtig gut reinzukommen. Ich würde, wenn alles gut geht, die können auch mal 2 Spiele in einer Woche machen. Und das sollten sie auch dort tun. Aber ich weiß halt nicht, das ist halt echt abhängig davon. Stell dir mal vor, du bekommst halt gegen Gladbach 5 Buden und gehst 0-5 da vom Platz und dann bist du geschlagen, dann wirst du viel defensiver gegen die Kölner agieren, als du es eigentlich erwartet hättest. Insofern kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Ich gehe einfach davon aus und finde es eigentlich relativ sinnvoll, wenn wir so wenig Veränderungen wie möglich machen. Zumal die Kölner ja vor einem Meier auch immer Angst haben. Ja, also. Ja, zu Recht auch. Und ich, so sehr wie ich glaube, dass wir gegen Gladbach eher mit einer etwas defensiveren Einstellung vielleicht auch unterwegs sind, zumindest was unsere Außenabwehrspieler angeht, umso sehr glaube ich auch, dass wir gegen Köln, weil es eben der direkte Konkurrent ist, ziemlich mit offenem Visier spielen werden und das wird ein sehr offener Schlagabtausch. Da wird man sich meiner Meinung nach, soweit ich das jetzt soweit im Voraus sagen kann, eher auf die Offensive auch konzentrieren und wird da ganz ordentlich versuchen, von vornherein das Spiel zu machen und die Kölner da unter Druck zu setzen, weil wir haben es ja gesehen, unter Druck geht da halt auch schon mal was. Die sind jetzt auch momentan nicht unbedingt so gefestigt. Ja, ein Hector jetzt mit der Nationalmannschaft da vielleicht auch noch unterwegs. Der hatte jetzt gegen die Hertha auch nicht so nicht gegen die Hertha, im Spiel davor sah er jetzt auch nicht so glücklich aus. Also ich glaube schon, dass man da einfach sehr, sehr offen unterwegs sein wird, zumal Köln ja auch so ein bisschen das Problem hat, die sind ja auch sehr stark verletzungsgeschädigt, da ist ja auch eine ganze Reihe von Spielern ausgefallen oder ist jetzt gerade eben erst seit kurzem wieder da, also von die daher. Die Frage wird halt sein, inwiefern du in der Lage bist, ein Modest doch ein Stück weit auszuschalten. Ne? Du hast dich ja in der Vergangenheit deiner eigenen Optionen beraubt, haben wir eben schon besprochen, im defensiven Mittelfeld. Aber vielleicht gibt es jemanden, vielleicht ist halt auch jemand wie Russ durchaus in der Lage, vielleicht die Kombination Russ-Hector jemanden dem Modest zumindest für ein Spiel zu entnerven. Oder auch in Mascarell. Ich kann mir das schon vorstellen. Also auch gerade mit Mascarell ist jemand, der schon sehr, sehr ungemütlich für Gegenspieler sein kann. Ja. Und ich würde es nicht ausschließen, dass zumindest bei einem Spiel Modest dann irgendwann keinen Bock mehr hat. Also gefühlt würde ich sagen, Russ weiß ich nicht. Wobei er natürlich durch die Kapitänsbinde da vielleicht auch noch ein bisschen Freiheiten hat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein Mascarell im Mittelfeld schon früh wieder drauf geht und dann auch eher mal so in die Zweikämpfe. Und im Zweifelsfall halt einfach Hector dann den Abräumer spielt und dann halt irgendwie einfach relativ früh, relativ beherzt in so einen Zweikampf geht und ihn halt einfach mal ganz, ganz ordentlich da ummäht, dann wird er auch so ein bisschen da zurückziehen. Ja? Also klar, kassierst du dann wieder eine gelbe Karte und dann sind wir wieder in dem Cluster mit der Tretertruppe drin. Aber ich glaube, wenn du die Jungs da stoppen willst, gerade in Modest, dann musst du dem halt auch frühzeitig einfach auch zeigen, wo hier die Grenze des Freundschaftlichen vorbei ist. So sieht's aus. Dann lass uns doch mal tippen, und zwar für beide Spiele. Fangen wir an. Ja. Gladbach? Ja, Gladbach. Ach, ich bin unsicher, aber ich will auf jeden Fall keine Niederlage tippen und ich glaube, wir werden ein erneutes torloses 0-0 im Stadion der Frankfurter Eintracht sehen. What? Nee, ganz bestimmt nicht. Ich bin
Ich bin ein bisschen optimistisch, vielleicht auch einfach, weil du mich gerade in so einen Optimismus reingeredet hast. Es gibt eine 0, mhm, die steht auf der Gladbacher Seite, und es gibt eine 2 und die steht auf unserer Seite. Sage ich auch nicht nein. Also von mir aus gerne, ne? Also ich nehme das alles gerne mit, aber wir haben einigen uns darauf, dass die Eintracht auf jeden Fall wieder zu Hause punktet. Der muss, also wie du so richtig gesagt hast, es gibt jetzt eigentlich kein Spiel mehr, was wir in der Tat verlieren müssen. Erst recht nicht zu Hause. Ich finde nach wie vor, dass zu Hause so ein bisschen unsere Stärke ist. Mhm. Und gegen Gladbach, das wird ein grandioses Spiel. Und wenn sie da einfach auch mit so ein bisschen Energie da reingehen, dann denke ich, ist da doch einiges für uns drin. Auf jeden Fall. Also gut, okay. Ich bleibe jetzt beim Unentschieden, aber ich wünschte mir, dein Tipp würde wahr. Ja. Ich mir auch. Was tippst du denn gegen Köln? Wir haben jetzt verstanden, du bist vor Ort und wirst das, richtig, alles inspizieren. Und wenn ein Meier in der ersten Halbzeit nicht so spurt, wie wir das gerne wollen, dann gehst du in der Halbzeit mal runter und ziehst du mal ein bisschen am Ohr. Ich werde alles Menschenmögliche dafür tun oder mir Mögliche, dass wir hier ein positives Erlebnis haben. Und ich glaube, in der ganzen Frechheit, die ich am Sonntagabend, wenn wir diesen Podcast hier live machen, beziehungsweise aufzeichnen, je nachdem, wann ihr uns hört, sage ich einfach mal, die Eintracht gewinnt 0-1, ganz frech, ein dreckiges 0-1, nehmen wir mit, entführen wir aus Köln und halten diesen direkten Konkurrenten in unserer Nähe. Ja, ich stimme dem zu, mit einer kleinen Änderung. Ich glaube nicht nur dran, dass wir 0-1 gewinnen, ich weiß es. Ja, Glauben reicht mir nicht. Ich bin mir 100% sicher, wir gewinnen das Ding 0-1. Grüße gehen raus an Axel. Es tut uns leid, also eigentlich tut es uns nicht leid, aber wir müssen das ja hier sagen. Das ist, schreiben die Genfer Podcast-Regeln so vor. Aber die Punkte gehen an uns und ihr könnt gerne irgendwie anders da in Europa und vielleicht nächstes Jahr, aber dieses Jahr nicht. Ist nicht. Ich glaube, damit haben wir auch zu den beiden Spielen so ziemlich alles gesagt. Wir gucken mal dann auch, wie ihr ja jetzt rausgehört habt, ist das nächste Woche auch terminlich bei uns ein bisschen schwierig. Auch gerade mit der englischen Woche. Von daher, wir gucken mal, was da möglich ist und wann es da wie, wo und warum einen Podcast gibt. Aber ihr dürft jetzt alle rausgehört haben, vor dem Köln-Spiel nicht, tendenziell danach. Und dann gucken wir mal, was wir da auf die Kette kriegen. Wir versprechen an dieser Stelle noch nichts. Nee, aber wir werden es auf jeden Fall früh genug kommunizieren. Wir wollen natürlich, dass möglichst viele hier abgeholt werden und dann auch bespaßt werden. Hoffentlich, dass wir mit euch dann zumindest 4 Punkte, vielleicht sogar noch mehr, dann feiern können. Das würden wir dann in einem Podcast tun. Ne? Genau, von daher haltet einfach mal ein Auge auf unsere Social-Kanäle oder auch in den Slack-Chat. Da werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir die Termine dann zur Verfügung stellen. Von daher kriegt es auf jeden Fall mit, wenn wir uns einig sind, wann und wie wir wieder aufnehmen. Dann gehen wir in die beiden letzten Kategorien, sofern wir denn da was haben. Wir haben einmal den Dummschwätzer der Woche, wo es erstmal gilt, den Dummschwätzer der Vorwoche zu benennen, beziehungsweise die Abstimmung aufzulösen, und mit knapp 50% gewonnen hat Herr Ralf Rangnick für seine Aussage zu den Schmähgesängen über Mitchell Weiser. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Es war, glaube ich, auch ein sehr klares Votum, und es war von vornherein abzusehen, dass das da ist. Und ich bin froh, dass ich nicht irgendwie beteiligt worden bin für meine Aussagen von letzter Woche. hast du einen Dummschwätzer, den du nominieren wollen würdest diese Woche? Ich bin aktuell im Tunnel und bin gar nicht auf dieser Ebene der Dummschwätzerei. Ja, also ich bekomme das alles gar nicht mit, und ich glaube, es ist ganz gut so. Ja. Hab aktuell anderes zu tun, insofern nicht ganz so verkehrt. Ja, es geht mir ähnlich. Ich komme leider momentan nicht dazu, allzu viel zu lesen. Da sind so ein paar Dinge auf Twitter an mir vorbeigeflogen, da habe ich aber auch ganz schnell die Augen zugemacht und bin wieder weggegangen. Also zumindest, wenn man meiner Twitter-Timeline glauben darf, dann muss diese Sportschau-Sendung gestern Abend eine einzige Raba-Werbesendung gewesen sein, da ich sie aber selbst nicht gesehen habe und auch es tunlichst vermieden habe, danach nochmal irgendwas nachzulesen, kann ich das Ding jetzt auch dafür nicht ins Feld führen. Von daher würde ich sagen, lassen wir das für diese Woche einfach mal offen. Ach, die Sache ist doch einfach so. Wir können natürlich über jedes hinaus differenziert schauen, wer hat jetzt irgendwie dummes Zeug geredet, aber es ist so irrelevant aktuell, und wir können froh sein, dass wir es heute geschafft haben, einen Podcast zu machen, und in der nächsten Woche oder übernächsten Woche gibt es wieder genügend Dummschwätzer, und dann werden wir dementsprechend wieder bespaßt. Heute wird es ein bisschen kürzer einfach. Ja, genau.
Ähnlich geht es mir auch mit den Empfehlungen. Ich habe jetzt nicht viel oder eigentlich gar nichts, was ich da großartig empfehlen kann, weil ich jetzt auch ja. da nicht dazu gekommen bin, irgendwie viel zu tun. Ich nehme an, du wirst jetzt hier gleich WrestleMania am 2. April ins Feld führen. Ehrlich gesagt bin ich noch nicht so sicher, ob ich das empfehlen kann. Also so realistisch gesehen ist es momentan für mich ein bisschen schwierig. Tu mir schwer damit. Ich werde das auch, und das kann ich auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen, spätestens am Dienstag kommt und die neue Ringfuchs-Podcast-Ausgabe zum Thema WrestleMania, WrestleMania generell. Also wir werden über unsere Top 5 und Low 5 sprechen und was WrestleMania für uns bedeutet, einführen, natürlich zu dem kommenden Sonntag, der das große Fest WrestleMania behandelt. Müssen wir schauen, aber da könnt ihr auf jeden Fall reinhören, und wenn ihr eh das WWE-Network habt, könnt ihr auch da mal reingucken, aber ansonsten hört unseren Podcast und bildet euch eure Meinung und überlegt, ob ihr vielleicht doch mal reinschalten solltet. Ja, das sollte man sowieso tun, nachdem wir jetzt hier heute eine etwas kürzere Folge haben und das ja quasi aus demselben Produktionshaus mehr oder weniger kommt, dann hört doch da einfach mal rein und dann könnt ihr danach entscheiden, ist das Thema was für euch oder nicht. Sollte man sowieso viel öfter tun, einfach mal in andere Podcasts reinzuhören, auch mal aus anderen Themenbereichen, weil manchmal bleibt man dann doch auf dem Zeug irgendwie hängen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Ja, das passiert öfter, als man denkt im Endeffekt, ne? Ja, ich habe mir auch vorgenommen, meine Liste an Podcasts irgendwie wieder so ein bisschen abzuspecken, weil einfach noch zu viel ungehörte Folgen da drin sind, und dann, dann sieht man hier was vorbeifliegen und da, und dann sind auch wieder zwei neue da in der Liste drin und die machen dann auch noch irgendwie so 4-Stunden-Sendung. Es ist auch fürchterlich. Ja, es ist, was soll ich sagen? Aber trotzdem, ich würde sagen, wir reden demnächst nochmal über die ARD-Doku, wo auch Leipzig großartig behandelt wird, denn das dürfte noch ein Thema sein, aber nicht für heute. Deswegen würde ich die Doku auch im Replay jetzt noch nicht uneingeschränkt empfehlen, aber wenn wir demnächst mal wieder in größerer Runde zusammen sind, können wir das durchaus differenziert betrachten, denn ich habe sowohl Positives als auch Negatives gehört. Also wenn ihr viel zu viel Zeit habt, die ARD-Dokus kann man sich in der Regel eh immer anschauen. Die hieß Geliebt und gehasst, wie RB Leipzig den Fußball verändert. Lasst uns doch in der nächsten Zeit einfach nochmal gemeinsam darüber sprechen, wenn das jeder gesehen hat. Ja, sind die eigentlich unbegrenzt lange in der Mediathek? Wahrscheinlich auch nicht. Sie unterliegen wahrscheinlich auch dieser 7-Tage-Dingensregel, oder? Also die bei der ARD und beim ZDF gehen in der Regel ein Stück weit länger. Ich würde aber nicht länger als 7 Tage warten. Also wir haben ja diese typische 7-Tage-Regel, die gerade bei Arte ganz krass durchschlägt. Ich würde auch empfehlen, das hier ähnlich zu halten. Denn oftmals ist es so, wo ich mir gedacht habe, ach mein Gott, da kam ich jetzt nicht dazu und ich habe es jetzt auch nicht aufgenommen, schaue ich mir die Doku nochmal an. So ging es mir aktuell mit einer sehr, sehr guten Nordkorea-Dokumentation, wo wir generell relativ wenig mitbekommen aufgrund dieser Staatsstruktur. Und dann war es leider schon weg. Ich habe es dann irgendwann bei YouTube gefunden. Aber es ist nicht das Gleiche. Deswegen seid lieber schnell, schaut euch das an. Ich werde es mir, glaube ich, die nächsten Tage auch nochmal genauer anschauen. Ja, dann packe ich das auch mal in meine Playlist und dann. Es ist einfach nur Diskussionsansatz, ob ich das jetzt empfehlen kann. Brauchen wir gar nicht zu empfehlen, weil der Herr Axel gerade im Twitter schreibt, dass es die Doku gar nicht gibt in der Mediathek. Hervorragend. Ach, das ist ja super. Ja, warum? Braucht man sich die da auch nicht angucken? Dann gibt es vielleicht einen anderen von uns nicht näher beschriebenen Weg. Warum ist das so? Also rein objektiv gesehen verwundert mich das immer wieder, dass gerade ein paar kritischere Dokumentationen gar nicht den Weg in die Mediathek finden. Das war zuletzt bei einer Dokumentation so, als man das Gefühl hatte, dass einige einige beim ZDF, ja, unser guter Freund Axel Feuerherd würde sagen, über Israel kritisch, über den Nahostkonflikt gesprochen haben, und plötzlich war die Dokumentation doch nicht mehr zu finden, jetzt in entschärfter Version. Naja, also wundert mich manchmal, schade, dass es sie nicht gibt, vielleicht muss man dann wirklich YouTube bemühen. Ja, ist in der Tat so ein bisschen fraglich. Ja, ist ungünstig. Ja, definitiv. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob sie vielleicht noch weitere Ausstrahlungen geplant haben, sie deswegen irgendwie nicht reingenommen haben, aber da steht auch nichts drin, also Ja, wir bekommen hier gerade im Chat den guten Tipp, doch am besten Mediathek View runterzuladen. Ich sage dazu nichts, aber ja. Klingt nicht so schlecht. Ja, das auf jeden Fall. Gut, ansonsten habe ich keine Tipps. Lebt euer Leben ich auch so, schön es geht. Ich freue mich jetzt, dass ich heute jetzt noch mal ein bisschen Late-Night-Sushi bekomme, bevor ich in der nächsten Woche
erstmal wieder Nick essen kann und dann geht's weiter. Ja, ja. Ich hatte gerade eben hier im Twitter gesehen, dass Axel auch nochmal schreibt, er hatte wohl auch bei der Zuschauerredaktion nachgefragt, aber noch keine finale Antwort bekommen. Man schreibt wohl was von rechtlichen Gründen. Wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, gibt es wohl ein RB Live Thema, da scheint wohl irgendwas von dieser, wird irgendwas davon genannt. Vielleicht ist es auch wirklich einfach ein Rechte-Thema, dass man jetzt nicht irgendwie die Rechte für die Weiterverwendung hat, was das ganze Thema natürlich einfach noch viel absurder machen würde, aber da wir da auch nichts Genaues wissen, können wir da jetzt auch nicht viel mehr dazu sagen, aber ja. Mhm. Dann schaut euch eine andere Doku in der ARD-Mediathek an, habt ihr jetzt von Marvin gehört, die sind ganz ordentlich und ab Dienstag gibt es den Ringfuchs-Podcast zum Thema WrestleMania, dann habt ihr da wieder was für auf Ohren. Genau, und dann vielleicht dann irgendwie nach nächster Woche Dienstag den Bockcast hören, wenn wir gegen Köln gewonnen haben, dann könnt ihr da nochmal reinhören. Die Jungs brauchen, glaube ich, eine lustige Folge. Genau, ansonsten das übliche Housekeeping. Wir danken allen denen, die uns supportet haben. Da waren ein paar jetzt in den letzten Tagen dabei. Ich bin leider aus beruflichen Gründen nicht dazu gekommen, mir alle Namen rauszuschreiben. Wir werden das aber noch nachreichen. Demnächst ist ja dann auch wieder ein Monatswechsel. Dann danken wir an dieser Stelle auch schon mal vorsorglich den ganzen Patreon-Spendern und all denen, die in letzter Zeit A, Feedback gegeben haben oder B, Rezensionen auf iTunes hinterlassen haben. Das hilft immer auch sehr, einfach nochmal, um ja bei neuen Hörern anzukommen, gesehen zu werden. Von daher vielen Dank an alle da draußen, die die Möglichkeit genutzt haben. Wenn auch ihr wissen wollt, wie ihr uns unterstützen wollt, dann findet ihr alle Informationen unter eintracht-podcast.de/support und dann sind wir auch heute schon mit einer etwas schnelleren Folge durch. Ja, ich kann nur noch sagen, auch in Zukunft, in den nächsten Monaten, haben wir wieder was für euch geplant. Wir haben uns ja letztes Jahr alle schön zusammen zum Sommerfest zusammengefunden. Und auch in diesem Jahr wird es irgendwie in diese Richtung was geben. Haltet die Augen offen, kanälemäßig. Wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Und auch da gibt es bestimmt irgendwas. Es wird diesmal vielleicht ein wenig anders laufen, aber bestimmt nicht weniger spektakulär. Ja, weniger spektakulär wird es bei uns sowieso nie. Und ihr solltet sowieso auch einen Blick auf die Social-Kanäle werfen, weil wir euch ja da auch mitteilen, wann und wie es in der nächsten Woche eine Sendung gibt. Also allein deswegen müsst ihr reingucken, dann bleibt ihr einfach noch ein bisschen länger und dann kriegt ihr das andere eben auch noch mit. Nicht wahr? Oh yeah. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir wünschen euch ein schönes Restwochenende. Bringt nichts, weil die Folge kommt jetzt sowieso erst morgen online. Von daher wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche, ein schönes Fußballwochenende allen denen, die nach Köln fahren, so wie der Marvin. Viel Spaß, viel Erfolg, bringt Punkte mit und dann melden wir uns in der nächsten Woche in irgendeiner Art und Weise. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.